Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Projekt, und zwar zu Projekt Ägypten. Ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel. Also, dieses Projekt ist, ja, wir bauen einfach Ägypten oder halt einfach Pyramiden. Und ja, ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen, von oben nach unten zu bauen. Und zwar bauen wir jetzt erstmal hier so eine riesige Linie nach unten. Und ist genau 100 Meter hoch. Hier ist nämlich 64 Meter. Und dort oben ist dann 164 Meter dieser Block. Und wenn es 100 Meter hoch ist, dann ist es auch 100 Meter breit. Und das ist ein eigenes Projekt. Nur weil halt diese einzige Pyramide, die wird schon so ewig dauern. Also die wird wirklich ewig dauern. Vor allem das Gerüst, das Außengerüst ist schon mega schwierig. Und dann auch noch die ganzen Fallen und die Räume und das Labyrinth. Ich werde mehr als ein Labyrinth reinbauen. Ich hatte so eine alte Welt in Pocket Edition. Da habe ich auch mal so eine riesige Pyramide gebaut. Okay, jetzt nicht 100 Blöcke hoch, aber schon sehr riesig. Und ja, da habe ich ein Labyrinth reingebaut. Und ich war echt überrascht von mir, weil ich kann echt gar keine Labyrinthe bauen. Ich habe dann einfach im Internet so mir das mal angeguckt und habe dann das Labyrinth noch ein bisschen verbessert, noch mehr Gänge eingebaut. Und dann habe ich in das Labyrinth weitere Labyrinthe gemacht und dann habe ich so ein kleines Mini-Labyrinth da reingebaut, in das Labyrinth. Da kam ich halt echt mal einmal nicht mehr raus. Und ja, sowas habe ich ja auch vor. Nur dass diese Pyramide, wie ihr seht, wenn man hier unten steht, hier steht so ein riesiger Koloss. Der wird so riesig sein. Ja, dann muss man einfach nur staunen. Es wird aber sehr ewig dauern. Und ich habe keine Ahnung, ob es einen Command gibt, wo man Pyramiden als Form irgendwie setzen kann. Ich glaube aber eher nicht. Aber wir werden diese einzelnen Linien auf jeden Fall setzen mit einem Fill-Command. Das wäre sonst viel zu krass. Also setzt dann immer halt diese zwei Blöcke untereinander. Da gehe ich dann auf die andere Seite und mache die mit einem Fill-Command. Aber es wird halt ewig dauern. Aber wenn wir es geschafft hätten, keine Ahnung, Folge 100, ja, dann wäre das schon echt super cool. Ja. Redstone-Bunker kann ich auch mal wieder Videos machen. Das wird eigentlich auch schon ganz lustig. Hab da gerade nur eine Folge verkackt, die ist ungefähr 20 Minuten lang gewesen. Und ja, jetzt muss ich mir das nochmal angucken, was da in der Folge vorkam und wie ich das nachmachen kann. So, wir sind schon fast auf dem Boden. Und ja, eigentlich ist das das Einzige, was wir machen können. Zeitraffer, also ein Schnittprogramm, habe ich im Moment noch nicht, weil Windows irgendwie, Dings da, ist jetzt nicht so das Beste. Ja, weil man da muss halt auch irgendwie immer was zahlen. Also, wenn man was zahlt, ist vielleicht schon gut. Ich will ja jetzt keine Firmen beleidigen, aber ja, ich meine, man muss da was zahlen und ich habe jetzt keine Lust, da irgendwas zu zahlen. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich schon einen riesigen Teil gebaut und jetzt wissen wir so ein bisschen, wie groß die Pyramide sein wird. Ach du Scheiße. Also wenn man mal überlegt, wie lang man hier hochgehen muss. 100 Blöcke. Ja, ihr könnt auch immer in die Kommentare schreiben. Alle Möglichkeiten, die ich hier mache. Eine Schatzkammer, eine Grabstätte ist das hier ja, die Pyramide. Ja, und deswegen, wir haben auch gerade in GL das Thema Pharao. Ja, und Pyramiden und alles. Also das alte Ägypten. Ja. Und dort kommen halt auch Pyramiden vor und so. Und ja, das wollte ich einfach hier nochmal nachbauen. Und ich habe halt früher diese Pyramide gebaut und die fand ich halt so toll. Jetzt erweckt das meine Erinnerung wieder und deswegen mache ich jetzt einfach dieses Projekt. Ich glaube, wenn wir jetzt hier an dieser Ecke auch das hier runterbauen, dann sollte es hinkommen.
Weil dann können wir schon mal diese Linie ziehen. Also das da wird nach unten gezogen. Dann können wir von da hinten die Linie dann nach da ziehen. Und dann haben wir schon die erste kleine Stufe gebaut. Das muss ich nur noch 10.000 Mal machen. Ja, und dann war es das eigentlich schon. Und ich werde an dieser Pyramide nur bauen, wenn ich aufnehme. Ja, deswegen werden es verdammt, verdammt viele Videos geben. Und vielleicht auch lange Videos. Weil man halt sehr viel machen muss. Ich weiß nicht, ob ich mit Command-Blöcken vielleicht irgendwelche Fallen oder so herstellen soll. Irgendwie Pfeile kann ich aber auch irgendwie mit Redstone machen. Oder dass Lava aus den Wänden kommt. Aber kennt ihr diesen Ball, der dann immer alle überrollt? Also diese riesige Kugel? Ich weiß gerade nicht, wie ich das machen soll. Ja, weil die muss ja auch gefährlich sein. Dann kann ich natürlich noch Skelett fallen und so. Ja, dass da einfach Skelette kommen. Machen und dann. Das ist eigentlich schon ganz gut. Dafür sind ja die Kommentare da, dass man Ideen weitergibt. Das Video hat kommentiert, wie es gewesen ist. Also auf jeden Fall ist es ein Wolkenkratzer. Das ist hier das Beispiel. Ja. Wolken sind in der Höhe 126 auch. Gut zu wissen. Ja. Wir müssen jetzt unendlich lang bauen. Vielleicht kann ich auch Musik in die Videos tun. Nee, tun nicht, weil das ist einfach kein Verb. Ja. Ich frage mich, wie lange das dauern wird. Ich habe mich eben hingesetzt und habe nachgedacht, war das überhaupt eine gute Idee, das so hoch zu machen oder soll ich vielleicht es abreißen und ein bisschen niedriger machen? Aber ist doch egal. Hauptsache eine Riesenpyramide. Ja, das wird jetzt sehr lange dauern. Es dauert so unglaublich ewig. Naja, aber ein bisschen haben wir dann schon mal geschafft. Dann ziehen wir noch eine Linie. Und wenn ihr wissen wollt, in welcher Welt das ist nämlich keine neue Welt. Das ist keine neue Welt. Aber den Rest der Welt, den zeige ich euch noch nicht. Das ist eine Überraschung. Ja, könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Oh Mann. Also, es wird schon eine ganz coole Pyramide. Also, wenn man jetzt von so sieht, dann denkt man nur, what? Das ist einfach krass. Und ich habe mir das schon so ungefähr vorgestellt, wie wir das Ganze bauen. Aber was mache ich hier eigentlich? Und zwar, wir machen hier ein Labyrinth ganz unten in der ersten Etage. Und dann, keine Ahnung, gehen wir nach oben. Und dann gehen wir noch weiter nach oben und so. Und dann kommen irgendwelche schweren Fallen. Und da gibt es ganz viele Treppen nach unten. Und da kommen auch Fallen. Und dann ganz unten kommt irgendwie der Raum dann hin, wo der Pharao begraben wird. Ja, so stelle ich mir das vor. Könnte aber auch anders ausgehen. Irgendwie klappt es bei mir nie so, wie ich mir das vorstelle. Ich stelle mir sowas vor und dann denke ich mir so, naja, es ist was geworden, aber es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ist bei mir doch immer so. Gut. Also ich glaube, das da ist jetzt die Reihe. Ja. Das ist die obere Reihe. Dann wäre das da die untere. Und dann kommt hier noch ein Block hin. Okay, das ist der äußere. Oh lol.
Also, ja genau, ihr seht schon, es ist nicht die ganze Welt. Es ist sehr weit entfernt von dem eigentlichen Punkt, weil die Koordinate 1090 verrät schon, dass hier was anderes noch im Bau ist. Aber es wird noch sehr lange dauern, bis das ganze Projekt, was ich schon auch noch vorbereite, drankommt. Weil es halt auch sehr groß ist. Vielleicht nicht. Na, vielleicht doch größer als die Pyramide hier. Größer als das ganze Ägypten. So. Auf jeden Fall ist das hier der Block. Also der. Und dann geht's hier noch weiter. Und ich glaube, dann ist es der. Wir müssen jetzt eh herausfinden, ob der falsch ist oder nicht. Sandstein. Ja, es ist es. Es ist es. Und schon die erste Linie gezogen. Und das mache ich jetzt weiter. Und ab da oben irgendwo höre ich dann auf mit den Ziehen, sondern baue einfach nur. Ja, ich kann es natürlich auch andersrum machen. Also, dann nehme ich hier diese zwei Blöcke und ja, ziehe noch eine Linie. Das wird so ewig dauern. Aber es wird dann wenigstens cool werden. So, dann hier noch die Linie. Und schon ist eine weitere Linie da. Das könnte ich jetzt ewig machen. Wird aber auch echt ewig dauern. Ja. Also ich habe schon weitere Minecraft Survival Folgen aufgenommen. Und die kommen dann irgendwann auch nochmal raus. Es dauert irgendwie in letzter Zeit länger, dass die Folgen rauskommen. Aber kennt ihr das, wenn man viele Arbeiten schreiben muss? Also gerade ist nicht so extrem, aber wir hatten gerade eine Hausaufgabensträhne. Und ja, Lehrer sind meistens hausaufgabensüchtig. Wir sind computersüchtig. Lehrer sind hausaufgabensüchtig. Ist beides nicht gut. Ja, und in der Welt seht ihr schon rechts. Vielleicht wundert ihr euch das, was das ist. Das ist ein Konto. Leider steht da oben eine 1000, das hat gar nichts damit zu tun. Aber die 10.000, das ist das Wichtige. Und zwar, das ist die Summe, also das Geld, was wir haben. Und ja, 10.000 ist jetzt nicht viel, aber ich mache auch im Moment eigentlich noch nicht so viel mit dem Geld. Ich habe da noch nicht so viel programmiert. Ja, und deswegen ist es im Moment auch noch nicht so wichtig. Sieht doch schon ganz anständig aus. Eine Mini-Pyramide. Hier könnte man gerade so einen kleinen Raum einbauen. Oder eine mini-kleine Wohnung. Und hier kommt dann. Ich muss mir gerade mal das Feld überlegen. Also, wenn es so groß ist, dann muss es so groß sein und so. Puh. Da muss man schon fast lachen. Also, ich überlege gerade, ob ich jetzt schon den Fehlkommand nehmen soll. Das würde meine Maus schon. Oh, 1000. Ah, ich habe es nicht auf 1000, ich habe es auf 990 gebaut, auf der Koordinate. So, noch Ewigkeiten später. Oh je, da habe ich ja was vergessen. Die untere Reihe darf man einfach nicht vergessen. Sonst keine Pyramide. Ja doch, aber ja, man benutzt sowas häufig. Also, ich wollte euch mal fragen, ob ihr etwas so baut. Also, so. Oder ob ihr halt immer das halt alles verbunden macht. Ich mach das lieber so und wenn ich Platz sparen muss, mache ich es halt dann so auch auf die etwas sinnlosere Methode. Es wird mit jeder Reihe ein bisschen größer. Mit jeder Reihe, keine Ahnung, zwei Blöcke, wird es mehr.
lohnt sich immer mehr. Das könnte ich jetzt noch ewig machen. Mache ich auch ewig. Wahrscheinlich werde ich in kommenden Wochen oder Tagen mal ein neues Spiel machen. Und zwar Jurassic World Evolution. Wer kennt es? Niemand. Sollte ein paar kennen. Ein paar Leute. Aber nur wirklich ein paar. Ist nicht das berühmteste Spiel, aber wenn man Jurassic World im Park mag, dann kann man es kennen. Ist einfach ein cooles 3D-Spiel. Ja. Aber auch ein 2D-Spiel. Also, man kann Sachen ausbauen, so ungefähr. Und man kann aber auch, ja, sowas wie schießen, ungefähr, aber man kann sich das schwer vorstellen, wenn man es noch nie gesehen hat. Ja, und ich würde sagen, dass das Video auch gleich vorbei ist, weil heute ist ja noch nicht Wochenende. Und ich könnte dann auch mal mir die anderen Videos angucken und vielleicht auch vorbereiten zum Hochladen. So, noch diese Linie. Sand, Stein. Sieht schon ganz anständig aus. Na, hier unten hat es schon Struktur. Es sieht halt irgendwie mega cool aus. Ich liebe Pyramiden. Ich mag die Pharaos halt, ja, vom Aussehen her jetzt nicht so super. Aber die Pyramiden, was für eine Erfindung, die sind super stabil. Weil, wenn jetzt hier irgendwas abbröckeln würde, würde es ja hier irgendwo stehen bleiben, weil es halt, es ist nicht steil. Es ist einfach gar nicht steil. Und es ist halt, jetzt weil es 100 hoch ist, ist es glaube ich 100 in jede Richtung. Breit. Ach so. Wenn man sich das hier so ansieht. Und mal guckt, wie wenig wir hier unten gebaut haben. Ja, dann kann man sich das schon vorstellen, wie groß das ungefähr wird. Und da seht ihr schon den Weg zum anderen Land. Aber den zeige ich euch noch nicht. Das hätte ich auch gar nicht vor. Also jetzt zu machen. Ihr werdet es irgendwann schon sehen, aber heute nicht, morgen nicht und übermorgen auch noch nicht. Okay, ich glaube, das war's auch schon mit dem Video. Ja, wir sehen uns dann nächstes Mal bei der Pyramide oder in einem anderen Video. Dann tschüss und bis bald.